Heyo Leute, Crimex hier und heute gibt's mal wieder eine neue Episode von Top 5, da diese Serie bei euch immer übelst gut ankommt und heute mit meinen Top 5 Webseiten in GTA 5 Online. Es sind nicht nur ganz normale Webseiten, sondern werde ich euch hier in diesem Video interaktive Webseiten vorstellen. Heißt, auf diesen Webseiten kann man Spiele spielen oder sowas. Sind auf jeden Fall alles ziemlich coole Webseiten und ich bin mir sicher, dass ihr die ein oder andere Webseite noch nicht kennt. Heißt, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und bevor es auch mit der ersten Internetseite schon losgeht, wollte ich noch ganz kurz sagen, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon kurz vor dem Intro gesehen und zwar ist ab sofort mein Shirtshop online. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischauen könntet. Link dazu ist ab sofort immer unten in der Videobeschreibung zu finden. Ihr könnt mir halt gerne auch mal eure Meinung zu den Shirts unten in die Kommentare hauen. Würde mich auf jeden Fall richtig interessieren, was ihr von diesen Shirts haltet. Aber ist jetzt auch völlig egal. Wie gesagt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung und schaut mal auf meinem Shop vorbei. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt mal mit der ersten Internetseite. Die erste Seite trägt den Namen San Andreas DMV und auf diese kommt ihr, indem ihr in der Suchleiste DMV eingibt. Habt ihr dann das gemacht, dann kommt ihr eben diese San Andreas DMV Seite und diese müsst ihr nun einfach betreten. Auf dieser Seite könnt ihr eure Fahrprüfung machen oder besser gesagt sogar eure Theorieprüfung. Ihr habt hier einen kompletten Fragebogen, den ihr machen könnt. Ihr müsst hier einfach nur auf Take the Test klicken und dann habt ihr insgesamt 10 Fragen. Immer von A bis D müsst ihr die richtige Sache anklicken. Ich habe jetzt hier nicht richtig drauf geachtet, was ich angeklickt habe. Ich habe einfach nur wild rumgeklickt und habe irgendwas angeklickt, damit ich hier so schnell wie möglich durchkomme, weil mir das Ganze eigentlich ziemlich egal war. Denn das Lustige ist nicht, dass man hier einen Test machen kann, sondern das, was danach rauskommt. Denn wenn ihr jetzt hier einfach mal alles falsch anklickt und dann auf Get Results klickt, dann kommt hier eben dieser Text, either try again or take a gap or metro, haha, you have to ride the metro, loser, seriously, you are a loser, no wonder everyone hates you, was dann im Endeffekt so viel heißt wie, versuch's später nochmal oder nimm ein Taxi oder eben die U-Bahn, haha, du musst mit der U-Bahn fahren, du bist ein Loser, wirklich ein Loser, wunder dich nicht, jeder hasst dich. So, das war jetzt mal so circa die direkte Übersetzung, auf jeden Fall richtig der übertriebene Text, lohnt sich auf jeden Fall mal auf der Website vorbeizuschauen, das Ende ist echt das Beste daran, aber ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal weiter mit der nächsten Website. Die nächste Website ist mein persönlicher Favorit. Diese trägt den Namen Your New Baby's Name und dafür müsst ihr einfach in der Suchzeile das Stichwort Baby eingeben und dann kommt diese Seite auch schon direkt und diese Seite generiert eben Babynamen, also für Eltern eben, die dann eben ein neues Kind bekommen und diese dann eben einen Namen suchen und da kommen auch so richtig schwachsinnige Namen raus. Mein persönlicher Favorit war ja Apokalypse für einen Mädchennamen und da könnt ihr auf jeden Fall richtig viele Namen generieren. Hier müsst ihr einfach immer nur auf Boy oder Girl klicken und dann kommen eben so Namen wie Spamfilter oder irgendwie so andere Sachen und wie gesagt, mein persönlicher Favorit war eben bei den Mädchennamen. Apokalypse ist auf jeden Fall extrem lustig, schaut einfach mal auf der Website vorbei, da kommen einfach echt richtig schwachsinnige Namen und deswegen ist die Seite einfach mein persönlicher Favorit, weil ich mich einfach komplett weggeschmissen habe, als ich diese Seite das erste Mal besucht habe, weil einfach so richtig schwachsinnige Namen kommen. Aber wie gesagt, überzeugt euch einfach mal selbst, schaut einfach mal auf der Seite vorbei und jetzt müsste auch schon gleich hier mein persönlicher Favorit kommen, nämlich Apokalypse ist auf jeden Fall richtig krasser Mädchenname, hier seht ihr es gerade und ich würde sagen, wir kommen einfach direkt schon zur nächsten Website. Die nächste Seite, die ich euch zeigen würde, ist wirklich verdammt krass. Diese trägt den Namen Accept the Chaos. Ich denke mal, der ein oder andere von euch dürfte die Seite bereits kennen, weil ich über diese Seite alleine mal ein Video gemacht habe. Um auf diese zu kommen, müsst ihr einfach in der Suchleiste Atheist oder sowas eingeben. Dann dürft ihr diese Seite auch schon direkt kommen und diese Seite ist echt wirklich verdammt krass. Wie gesagt, ich habe alleine dieser Internetseite ein Video gewidmet, weil ich diese Seite einfach nur verdammt abnormal fand. Hier könnt ihr eben sehen, dass diese Seite eben von Atheisten ist. Atheisten, das sind eben Leute, die eben gegen Gott sind oder eben halt, ja, Gott nicht gut finden und das ist irgendwie so eine richtige Gruppe von radikalen Atheisten, also die übertreiben auf jeden Fall richtig, denn wenn ihr hier oben auf Want to Play God klickt, dann könnt ihr eben gleich was richtig krasses sehen, für alle, die es noch nicht kennen, und zwar kann man jetzt hier eine ganz normale glückliche Familie vor einer Autofahrt sehen und wenn ihr dann auf Click to Play God klickt, dann seht ihr eben, was danach passiert. Also die Atheisten sagen eben, dass es die Schuld von Gott ist, dass diese Familie so abartig drauf geht und wenn ihr jetzt einfach weiterklickt, dann seht ihr hier eine Insel und wenn ihr dann nochmal draufklickt, dann seht ihr, dass diese Insel überschwemmt wird und 200.000 Menschen gestorben sind und diese Schuld geben sie eben alle. Gott ist auf jeden Fall richtig die kranke Seite. Wer noch nicht auf dieser Seite war, sollte das auf jeden Fall auch mal machen. Wie gesagt, richtig krass und abartig, was da zu sehen ist. Aber ich würde sagen, wir kommen auch direkt schon zur nächsten Internetseite. Die nächste Seite trägt den Namen Six Figure Temps und um auf diese zu kommen, müsst ihr einfach als Stichwort Six eingeben. Dann kommt diese Seite auch schon direkt und auf dieser Seite könnt ihr eben einen Einstellungstest machen. Aber nicht einen ganz gewöhnlichen Einstellungstest zu einem normalen Job, denn es ist ja schließlich GTA. Das kann ja nichts Normales sein, denn da könnt ihr eben einen Einstellungstest zu dem Job Drogenschmuggler machen, werdet ihr auf jeden Fall gleich sehen. Nach dem Einstellungstest kommt auf jeden Fall noch ein lustiges Minispiel, da werdet ihr auf jeden Fall sehen, was da auf euch zukommt in diesem Beruf. Davor müssen wir doch hier erstmal diesen Test bestehen und da müsst ihr zunächst einmal auf Yes, No, No, dann wieder Yes und dann als nächstes kommt wieder No und dann noch zweimal Yes. Also wenn ihr das auch machen wollt, dann solltet ihr euch das jetzt merken, damit ihr durchkommt, denn ihr könnt dieses Spiel nur spielen, wenn ihr den Test richtig besteht. Dann einfach noch kurz auf Get Results klicken und jetzt müsst ihr hier eben schauen, wie viele Kondome mit Kokain ihr eben schlucken könnt,
um das dann über die Grenze zu schmuggeln. Und ja, hier gibt es eben ein kleines lustiges Spiel dafür und das Spiel geht im Endeffekt eigentlich immer gleich aus. Also das Spiel ist eigentlich übelst nicht lustig, aber egal, auf jeden Fall trotzdem hier ein kleines lustiges Minispiel. Und zwar müsst ihr hier einfach solche Kondome mit Kokain schlucken und ab einer gewissen Menge platzt euer München dann. Das ist einfach immer das gleiche, ab dem gleichen Kondom platzt euer Typ dann immer. Aber es ist trotzdem egal, trotzdem ziemlich lustig und deswegen auf jeden Fall auch mal eine Empfehlung, wenn ihr diese Seite noch nicht gesehen habt. Und nun kommen wir auch schon zur fünften und letzten Seite, die ich euch zeigen werde. Und diese trägt den Namen Chuck Cranley und das ist ein Politiker. Und um auf diese Seite zu kommen, müsst ihr einfach als Stichwort Chuck eingeben, so wie ich das hier gemacht habe. Und auf dieser Seite von diesem Politiker könnt ihr eben einen Test machen mal wieder. Und zwar einen Patriotentest. Patrioten, das sind eben Leute, die ihr Land ziemlich lieben und ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, rassistisch eingestellt sind, aber so ein bisschen eher halt ihr eigenes Land befürworten. Und da kommen dann eben so Sachen dran, wie was machen Amerikaner eben am liebsten, also als ihre Sportart halt natürlich Tiere abknallen, so typisch amerikanische Sachen. Und hier könnt ihr auf jeden Fall so einen Patriotentest machen, ist eigentlich ziemlich uninteressant. Hier könnt ihr auf jeden Fall auch irgendwas durchklicken und das war's im Prinzip auch schon. Hier könnt ihr auf jeden Fall schauen, wie sehr patriotisch ihr seid und das war's im Prinzip auch schon. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so am besten fandet, welche Seite fandet ihr am besten und kanntet ihr schon alle Seiten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich dieses Video gemacht habe, kannte ich noch nicht alle Seiten. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare und welche Seite ihr am besten fandet. Ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crimex.